So, wir sind zurück. Der gute X-Minecraft X hat es leider nicht überstanden und deswegen mussten wir ihn gerade nochmal zurückholen. Und der Fischbratze musste leider schlafen gehen. Deswegen sind wir jetzt nur noch zu zweit und machen so weiter unsicher. Ja, genau. Ja. Ich habe auch ein anderes Schwert mitgenommen. Dieses Schwert würde ich eigentlich nur verkaufen, aber naja, egal. Ach ja. Ich will überlegen. Ich bin schon mit Geld. Okay, ich habe deine vier. Ich habe Geld von dir jetzt im Inventar. Hm. Echt? Hä? Warte! Gib's her! Mein Geld. Wie viel hast du? 24. 24? Ja. Okay. Aha. Und Milch? Was? Ah, die Milch hatte ich dir schon zugeworfen. Warte mal. Da hatte ich noch einen Unsichtbarkeitstrank oder Nachtsicht. Nachtsichttrank. Ja, den kann ich. Warte mal, den kann ich Doma verkaufen, oder nicht? Geil. Oder kann er die auch machen? Was? Nachtsichttränke. Bin ich schwer? Keine Ahnung. Weiß nicht. Aber. Die sind cool zum Unterwasser bauen. Also, sie sind sehr cool zum Unterwasser bauen. Da ist alles ganz hell. Oder im Dunkeln rumlaufen. Jo. Sollen wir erstmal dem Weg folgen oder sollen wir wieder rein? Ich glaube, dem Weg kurz folgen. Ich glaube, wir haben ja schon Kisten gefunden, größtenteils. Ja, nicht wenn wir jetzt hier hunderte Kisten finden und spoilern dann so den ganzen Sumpf vor. Kriegen wir bestimmt Ärger mit und Basti und so. Wo sehen? Ja, ich bin einfach den Weg gefolgt. Achso. Ja, ich glaube nicht, dass. Ich weiß ja nur, was ich will. Ich glaube jetzt nicht, dass. Ja, das Winterslam unser. Das doch fallen muss. Ich glaube nicht, dass Winterslam unsere Videos gucken, oder? Wer? Winterslam. Winterslam? Wieso? Ja. Das meine ich ja als den dummen Spoilern. Den Sumpf-Spoilern. Ja? Ja, also wenn wir hier mit versteckten Kisten, wenn die wir jetzt hier zeigen, wo man überall versteckte Kisten findet. Also anhand meiner Minimap sieht man ja sogar die Koordinaten, ne? Aha, das war jetzt ein Tipp. Ich bin übrigens auch jetzt auf dem Weg. Wo bist du zum Teufel? Ich bin mit uns weitergerannt. Was? Glaube ich. Ich bin bei dieser auch weiter weg als bei dieser großen Statue. Also bei diesem Kopf, den wir da mal gefunden haben. Ach, hinten prügelst du dich. Ja, ich war noch weiter vor. Meterwarzen. Stimmt, bei der Statue hatten wir auch damals was gefunden. Etwas, aber wir sagen nicht was. Ey, wie das denn hier oben? Warum? Ach so, ja, wahrscheinlich. Ochsen. Ich hab einen Fan. Yeah, kopflos. Man hat trotzdem Mut auf, die Logik. Nee, ich mach das mit Betäubungsfallen. Dann schlafen sie ein. Stirb scharf. Nennt man ein Glasrohr. Was? Glasrohre. Haben Indianer benutzt. Ja. Ich mach das hier mit feinen Bogen. Oh, das ist ein Enderman. Oh oh. Ist es der Enderman? Nein. Wollen wir den vierten? Jo. Ich hab ihn auch irgendwo verpasst. Das ist die Kacke an deinem Schwert, weil wenn der dann brennt, dann titscht der ja überall hin. Ja, ich glaube, den sehen wir auch nicht mehr wieder. Ja, das ist so viel Wasser hier. Hey, da ist eine Kiste! Hey, ein Raken! Zwei Draken. Oh Mann. Oh mein Gott, das böse Schafmonster. Die gefährlichste Kreatur im ganzen Skelett Sumpf. Am Baum ist ein Skelett. Oh. Es ist eingeschlafen. Oh. Ganz leise sein, sonst weckt ihr es. Ja. Hier ist noch eine Kiste. Was? Ulu.
Ich habe ganz viele Tobis. Ein Tobi, zwei Tobi, drei Tobi. Ey, Sechs ich auch. Tobis. Ja, drei Tote und drei Lebende. Ja. Nur drei Angepisste und drei nicht. Also jetzt Angepisste von sauer sein. Es giftig. Wow. Was? Skelett. Bestimmt eh schon tot, wenn ich da bin. Und doch nicht. Ja, es war tot, als ich da bin. Angekommen bin. Also Skelette Jetzt sind noch an sich eins. sowieso immer tot. Nein, ja, wahrscheinlich nicht, weil wir laufen noch rum. Ja, es war so. Das ist noch eine Kiste. Man könnte sagen, untot. Nosferatu. Oh, jetzt stößt mich der Jan an. Heu. Oh Mann, ey, nur Heu. Kohlstrohballen. Yeah. Achso, das sind wahrscheinlich Kisten, wo bei jedem dasselbe drin ist. Warte mal, da ist noch ein Enchanting Table. Ach, das, nee, das ist ein, oder? Doch, das ist ein Enchanting Table. Was? Oh, ich bin irgendwo hingefahren. Ich habe meinen Fuß verstaucht. So, jetzt machen wir mal hier. Warte mal, oder eine Kiste? Oder bin ich gerade verguckt? Ey, hier ist eine Pyramide. Hast du die schon mal gesehen? Oh. Ich bin hier diese große Mauer entlang gelaufen, wo wir gerade drüber gehüpft sind. Aha. Das ist so eine, ja, südamerikanische Pyramide. Mitten im Dschungel, mitten im Nirgends. Lol. Da ist noch eine kleine Hütte. Pass auf, es gibt Zombie von rechts. Zombie von rechts? Wo ist rechts? Ja, hier lief einer. Ja, ich habe ihn gerade gehört. Ja, da läuft der hinter Baum. Ach, da ist er. Ja, das gibt's ja gar nicht. Ich hatte irgendwo da reingeschrieben, in die Kommentare damals, als sie im Sumpf gebaut haben. Was haltet ihr von so und so Maya-Pyramiden oder asiatische Pyramiden? Da eins machen sie Tempel und dann haben die das tatsächlich gemacht. Ja, pass auf, wenn du nicht in die Mitte reinfallen, wenn du die Treppe runtergehst. Da ist Lava am Boden. Ja, ich gehe da nämlich gerade rein. Ja, geh mal davon aus, dass hier sehr hässliche Ungeheuer sind. Ja, ihr habt schon. Oh, Schlammhirten sind hier gleich hier. Er hat noch. Nein, ich hab eine Hose getroffen. What the fuck? Schnell Was weg, da ist? sind zwei Spawner in der Mitte. Ja. I know that shit. Wo der bist du hin? Hohepriester dachte 30 Opfer abgehalten, Alter, und es öffnete sich Wort des großen Sterngottes. Julian? Ja? Bist du auf der anderen Seite? Bin im drin. Hä, wie, wo bist du denn rein durchgegangen? Hallo. Hey, hier ist eine Kiste. Ach, 9 Goldnugget. Hier ist eine Kiste. Wo warst du denn gerade drin? Hier ist eine Kiste. Hier auf der anderen Seite, ja, da war etwas. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Quest ist oder so. Der Hochpriester war auf 30 Opfergaben in Altar und es öffnet sich das auf. Ja, wow. Shit. Schlammhirten. Ja, was bedeutet denn das? Wir müssen hier irgendwo, denke ich mal, gibt es hier irgendwo so eine Art Ding, wo wir 30 Sachen wahrscheinlich reinschmeißen müssen. Und dann öffnet sich hier irgendein Mechanismus. Irgendwo auf dem Altar. Wow. Shit. Übrigens, ich habe einen Zombie-Kopf. Oh, cool. Schnell, Verteidigungsstellung. Ich hab nichts fehlt. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ja, ich übernehme. Oh. Ist nicht angenehmer, oder? Ja. Ich glaube, das ist gut. Jetzt ich ist es wenigstens aus dem Sumpf bringt, ne? Ja, ist echt, ey. Hält über eine Minute. Ja, nicht bei jedem von uns. Oh. Ja, das kommt drauf an, wie du es damit getroffen hast. Ey, wie Tommy, shit. Oh, Steinachs. Ja, ich muss es ihm was geben. Ah, warte mal, der Altar an so einer Pyramide ist eigentlich immer oben. Oben drauf. Oder man wirft das hier rein. Was hältst du von der Idee? 30 Sachen.
Wow, über dir. Ja, hab ich gerade gesehen. Oh Gott, verrottenes Fleisch vielleicht? Ja, Rotten Flesh. 8 nur drauf, ob dir irgendwas von unten hinter dir. Mann, Junge. Gott. Haben sie das schon eingebaut jetzt? Ja, ich hab. Gott. Dann würde sich der dicke Steingott öffnen. Der dicke Steinblock. Nein, nein, warte, ich lese noch mal gerade. Der Hohepriester warf 30 Opfergaben in den Altar und öffnete sich der Bauch des großen Steingottes. Wow. Nein, ich dachte, also liebe Zuschauer, ich dachte, der Julian würde mir hier Unterstützung gewähren, aber Ja, nein. Wow. ist das schon dort? Er kriegt ihn mal weg. Oh Gott, jetzt ist es wieder dunkel. Jo, komm, wir gehen hoch. Schnell, schnell, schnell. Ich habe keinen Bock mehr auf die Viecher. Ich weiß nicht, das klingt aber tatsächlich nach einer Quest. Wow, Scheiße. Hinter dir. Ah. Gott. Jetzt habe ich schon 15 Level gemacht, oh Gott. Ist doch einer. Autsch. Danke, Julian. Was? Komm. Was hast du Oh denn shit, hier ist jetzt? ein kleiner. Als du den angezündet hast, der hat mich weiter angegriffen und daraufhin ging ich dann in Flammen auf. Ach so, okay. Entschuldigung. So. Also normalerweise hätte hier der Altar stehen müssen, hier oben drauf an den Treppenstufen. Warte mal, da oben? Da hinten ist auch noch ein Tempel oder sowas. Da ist ein. Oh Gott, hier ist was. Irgendwas greift mich an. Oh, halbes Leben. Wo bist du? Unten, unten, so runtergefallen, auf der einen Seite. So, hallo, komm. Das Essen. Oh Gott, lass mal hier runter, bitte. Irgendwo hin, da wo wir Überblick haben. Ja, da. Ich glaube, da oben ist ein Spawner drin. Gut möglich, komm runter. Wir gehen hier in das Ding. Guck mal, hier geht's hoch. Ein Jump'n'Run. Aha. Nee, die sind leider. Oder? Jump'n'Run? Anscheinend. Cool. Da dann darüber. Autsch. Ich wäre eigentlich ganz gut in Jump'n'Runs. Wie kommt man hier hoch? Guten Tag. Was die Ohren, was habt ihr hier gemacht? Irgendwas oben? Na, ich versuche mal auf den Pilz zu springen. Ja, oh, du musst hier hinspringen. Wohin? Komm, komm mal hier, nach oben. Nimm Anlauf und spring schnell nach oben. Und dann einfach oben gehen. Ah, cool. Julio. 3 Gold Nuggets. Ey, aber hier haben wir auch Übersicht. 9 Gold Nuggets. Oh. Ach, man macht schon wieder mehr Gewinn als ich. Weil ich ja ansonsten nichts zu lachen habe. Deswegen habe ich hier mehr Gewinn. Ich will da oben den Goldblock haben. So. Ach hier, guck mal. Zombie gehabt. Oh. Aha. So, also mal wieder runter. Oder sollen wir nachher wieder brüderlich teilen? Kommt auf dich an. Wollen wir mal da hinten gerade auslaufen? Da habe ich irgendwas mit Lapis gesehen. Was, wo?
Wo bist du? Ah, da. Komm, da. Hier, komm mal mit. Wenn du was mit Lapis siehst, dann könnte das dieser Weg sein.